Und sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Age of Engineering. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir wollen uns jetzt den Reaktor von Industrial Croft 2 angucken. Den Reaktor bauen wird nicht das Problem. Ihn in Betrieb zu nehmen, naja, schon ein bisschen mehr. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Ich hoffe, ich habe genug an Ressourcen dafür vorbereitet, dass... Der Reaktor selber ist nicht so teuer. Der Rest, oh Gott, das wird nicht so lustig. Ich werde erstmal einen super ineffektiven Reaktor bauen. Was super einfach ist. Einfach nur, es wird meiner Planung nach 120 EU in etwa produzieren. Das ist echt nicht viel für diese Dinger. Selbst einfache Safe produzieren, glaube ich, sowas um die 420 EU oder so. Aber... Für mich wird es, denke ich mal, reichen. Und ja, das ist halt, ja, für mich wird es im Moment reichen. Wir werden später auf die 420 EU wahrscheinlich hochgehen, klar. Aber ja, später halt. Ja, wir machen das einfach ein bisschen später. Ich denke mal, das ist nicht das Problem. So, also, wir fangen mit dem Reaktor an. Dafür brauchen wir die Reactor Chamber. Dafür brauchte ich LED Plates, habe ich vorbereitet. So, wir brauchen 9 Stück von diesen Reactor Chambers, weil 6 brauchen wir später am Gerät und 3 brauchten wir jetzt, also 9 Stück von den Casings. Okay, da habe ich mich anscheinend nicht verziert schon mal, aber vielleicht brauchen wir ja später nochmal Beisen, dass ich da nicht mehr habe. Das würde mich leider nicht so sehr überraschen. So, LED Plates müsste ich auch alle haben. Schon mal gut. Bin schon mal gut auf dem Weg. Den Generator habe ich hergestellt außerhalb der Aufnahme. Das Ding kennt ihr ja auch schon. Die Dance LED Plate, naja, das habe ich halt reingeschmissen. So, wir sind mit dem grundsätzlichen Reaktor schon fast fertig. wir bräuchten mal einen Cobblestone. So. Der kommt jetzt erstmal unten in den Raum rein. Theoretisch ist mir halt so aufgegangen, also uns ist halt die Effektivität des Geräts aktuell nicht so wahnsinnig wichtig. Das mag jetzt Vorteil sein oder Nachteil, wie auch immer. Wir produzieren unendlich viel von unserem Material. Ich hätte ihn gerne weiter eins vor. Von unserem Uran zum Beispiel produzieren wir unendlich viel. Dementsprechend ist mir die ganze Effektivität nicht ganz so wichtig. Ja. So, kann ich ihn da jetzt hinsetzen? Ja. Man kann die Dinger nur an einen Reaktor ransetzen. Deswegen habe ich den auf den Stein gestellt gehabt, damit ich dann die Dinger ransetzen kann. So, voilà, das ist unser Reaktorkern. Der sieht schon mal ganz schön übel aus, finde ich. Ich muss hier unbedingt gucken, dass ich hier irgendwas mit Glas mache, sodass man den Kern dahinter sehen kann. Und dann hier seitlich so eine Eingangstür mache. Und hier dazwischen dann nochmal halt eine Wand ziehe auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall noch. Eine Wand kommt auf jeden Fall noch. Da muss ich mal gucken, wie ich die dann aussehen lasse. Und ich hätte halt echt gerne noch Fenster. Ich hätte gern brachiale Fenster halt, aber ich habe nichts gefunden. Oder vielleicht Fenster, die tatsächlich... ja, irgendwie halt explosionssicher sind oder so. Wir haben ja Reinforced Obsidian und so, aber sowas gibt es anscheinend nicht für Glas. Sowas wie Panzerglas sozusagen. Das scheint es so nicht zu geben. Doch, es gibt Reinforced Glass. Sogar von Industrial Croft. Ach, das sieht ja super aus. Dafür brauche ich Advanced Alloy. Habe ich genug da tatsächlich? Das habe ich mal in größeren Mengen hergestellt. 7 Stück reichen uns. 7 Stück. Ich nehme es mal 2-mal. So. Ja, das finde ich ja super. So, dann hier nehme ich mal die Laboratory Blocks. Und den... Wo ist denn mein... Ach, wir hatten ja den Chisel zerstört. Genau, der hat ja gerade so ausgereicht in der letzten Folge. Das war ja so mega knapp eigentlich.
Genau, den Eye Chisel, dafür brauche ich den da. Ich wollte mal den Eye Chisel ausprobieren. Ganz ehrlich, wir haben jetzt nicht mehr so die Mega-Knappheit. So, jetzt brauche ich. Manche Rezepte funktionieren nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ne? Also manchmal ist es einfach merkwürdig. Redstone. Wir haben echt wenig Redstone mittlerweile. Ich habe wieder einiges an Empowered Restonia hergestellt. Redstone geht langsam zur Neige. Das ist ganz schön krass eigentlich. So und so. Ja, der funktioniert. Keine Ahnung. Ich bin auch mal gespannt. Target a block by leaving it in the inventory. Aha. Das ist ja gut. Das ist ja eigentlich echt gut. Okay, also ich weiß gar nicht, ob das die anderen auch gekonnt hätten. Wenn ich das richtig verstehe. Huch. Was? Oh. Hollow plus Single Panel. Preview. Oh. 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 Nice. Oh, ist das super. Oh, danke, danke. Das ist wirklich toll. Ja, mega gut. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Das ist ja super. Das gefällt mir wirklich gut. Okay. Ja, nice. Wie nehme ich da? Ich glaube, ich nehme tatsächlich die dann für die Rückwand. So, und wie mache ich das jetzt? Ich nehme den. Kann ich den jetzt auch irgendwie dahingehend ummodeln? Chisel. Also ja, ich hätte genau den da gerne. Ach, jetzt so. Okay. Gut. Ja, wir müssen dann gucken. Was natürlich doof ist, wir müssen trotzdem irgendwie ja das Kabel rausholen. Und das können wir ja nicht irgendwie hinter irgendwas verstecken. Das ist ein bisschen schade. So, werde die Tür so ein bisschen seitlich setzen. Achso, hier in die Mitte wird das Glas reinkommen. So. Total lustig, weil das Reinforced Glass hat garantiert tatsächlich eine Schutzwirkung. Aber die Laboratory-Blöcke haben wahrscheinlich fast keine. tja, naja, ist so. So. Ah, gut. Es klingt zwar wie zerbrechendes Glas, aber es zerbricht nicht wirklich. So. Ja, also theoretisch kann das halt echt helfen, weil das Ding kann halt explodieren. So wie ich das jetzt plane, sollte da gar nichts passieren. Das ist fast schon langweilig sicher, aber ich wollte jetzt auch ehrlich gesagt nicht das Risiko eingehen, dass mir das Ding um die Ohren fliegt. Zumal, ich bin mir auch gar nicht sicher, das sollte ich vielleicht bei einer Singleplayer-Welt testen, ob das mit dem Explosionsschuss der Schutz. Mit dem Explosionsschutz, der hier anders überhaupt explodieren kann, beziehungsweise ob die Explosion halt was ausmacht. Aber da die ganz schön heftig sein kann wohl, gehe ich da mal lieber auf Nummer sicher. Also ich weiß, dass jemand anderes, der das Chunk Loading von Claim hier, ne, was ja dann auch gleichzeitig Explosionsschutz gibt. Ich meine, dass solche Sachen da durchgehen können. Ich meine, das mal gesehen zu haben mit was war denn das? So ein, in einem Let's Play von, ich weiß jetzt nicht von wem das war. Der hatte diese Draconian oder sowas, diese Kerne, dieser Kern, der Energie produzieren kann. Und ich meine, der ist in die Luft geflogen und hat tatsächlich trotzdem alles in die Luft gejagt. Ich meine, das war ziemlich krass. So, na jedenfalls, jetzt müssen wir mal gucken.
Na, ich glaube, das mache ich anders. Ich denke mal, ich werde das Kabel irgendwie hier rauskommen lassen. Da muss ich mir das. Ach so, dann werde ich hier vielleicht einfach die Batterie reinstellen. Da kommt die Batterie rein. Oh, das wird sowieso nochmal interessant. Ich hab eine Überlegung, wie ich das Ding automatisieren kann, dass das nur läuft, solange halt Strom fehlt. Ja? Und nach einigem Hin und Her habe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich einen Weg gefunden und eine Idee, die sauber funktionieren kann. Das kann ich euch ja mal zeigen. Wir müssen sowieso hier ein paar Sachen abholen. Ich werde nämlich noch einiges basteln müssen. So. Ich brauche nämlich, glaube ich, eine Menge von diesen Kabeln. Das hier brauchen wir erst später. Stahlplatten sind immer gut. Ich glaube, ich kann noch mal ein bisschen Eisen machen. Paar Eisenplatten. Die brauchen wir leider im Moment auch echt in Mengen. So, mal gucken. So, für meine Planung, Sekunde, für meine Planung hatte ich gesagt, ich brauche, Sekunde, ich gucke es mir nochmal kurz an. Komponentenliste: 12 Fuel Rods und 24 Heat Vents. 24 Heat Vents. Heat Vent. Das sind die Dinger hier. Dafür brauchen wir also 24 Electric Motors. Dafür brauchen wir das hier. Dafür brauchen wir das. Ey, ich dachte, ich. Ja. Gut, das heißt, ich brauche 48 von diesen Coils. 12 kann ich herstellen. Na klasse. 16. Es liegt tatsächlich an den Kabeln. Ich brauche viel mehr von diesen Kabeln. Vielleicht könnte man das preiswerter hinkriegen und es wäre trotzdem noch safe. Aber nehmt es mir nicht krumm, ich weiß es halt nicht genau wie. So, wartet mal. Wir brauchen 8 mal. Was sagte ich? 8 mal 48. 8 mal 48. Echt 8 mal 48. Ach du Schande. Also 300, über 320 Stück. Ich bekomme hieraus 60. Ich werf mal ein Stack rein und guck mal, wo wir dann sind. Dann sind wir bei 180. Ach du Schande. Ich bin da ja völlig fehlgegangen. Zum Glück haben wir genug Kupfer. Also, wow. Wow, das wird richtig teuer. Das habe ich ja voll unterschätzt, wie teuer der Mist ist. Wir brauchen da auf jeden Fall jetzt ein Overclocker-Upgrade drin, sonst werde ich damit nie fertig. Nehmt es mir nicht krumm, aber das müssen wir machen. Wie heißt denn das genau? Overclocker Heatwand? Hier, Overclocker-Upgrade. Davon hätte ich zumindest gerne eins, glaube ich. Solange das alleine an ist, ist das alles tutti. Wir brauchen eine Universal Fluid Cell. Super, eine Universal. Ich habe eine. Wie mache ich denn die nochmal? Mit Tin Casing. Super. Das ist ja total toll. Weil ich glaube, die Tin Casing brauche ich auch noch für andere Sachen. Okay, wieder hat sich das da nicht total verschätzt. Ich mache wenigstens mal eins, damit wir ein bisschen schneller sind. Hier, dieses Universal. Hä? Merkwürdig. Okay, davon hätte ich gerne zwei. So. Und die muss ich jetzt mit Wasser füllen. Und dann hab ich schon einen Coolant? Oder war das eine spezielle Flüssigkeit hier? Butterbucket einfach. Das, Sekunde. Oh, das, ganz ehrlich, da wird es dann auch noch mal Zeit für was anderes. Dann mache ich das jetzt mal rasch. Reza. Was ist das? Genau, Reservoir. Ja, das ist eine mega gute Sache, dass ich die noch nicht gemacht habe. Ist echt ein bisschen doof. Davon brauche ich drei Stück.
Stück. So. Das produziert gleich 4 Stück. Na klar. Ich habe mal wieder viel zu viel hergestellt. Vielleicht brauche ich Cauldrons für was anderes. Ich wollte 3 Stück haben. Das hätte mir gereicht. 4 Stück ist natürlich besser. Alles tutti. So, und zwar, das Ding produziert Wasser. Oder ja, sagen wir mal, man kann damit sozusagen Wasser produzieren. Man kann das nämlich als Wasserquelle tatsächlich nutzen. Und das ist halt eine geile Sache, ehrlich gesagt. Den hier nehme ich nochmal weg. Das ist wirklich sehr empfindlich. Wassereimer. So. Zack. Jetzt ist tatsächlich in diesem einen Punkt Wasser drin. Ja. Und jetzt packe ich in diesen einen Punkt Wasser. Jetzt haben die beiden schon eine unendliche Wasserquelle gebildet. Und der hier ist jetzt auch Teil dieser unendlichen Wasserquelle. Was einfach total cool ist. Und sowas von entspannt. Habe ich nicht noch irgendwo einen. Habe ich den gerade unten? Ich suche gerade nach meinem. Nach meinem Fluid-Tank. Ich hatte kein Fluid-Tank mehr übrig. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Fluid-Tank. So, wir haben einen neuen Fluid-Tank. Voilà. Vielleicht habe ich den irgendwo für Lava nochmal verwendet. So, den stellen wir jetzt einfach mal hier drauf. Voilà. Der darf sich von unten Wasser reinziehen. Denn tatsächlich, dieses Ding gilt für ihn als ein Behälter. Und dementsprechend braucht er kein irgendwie Interaktionsfeld mit Sachschon. Mit irgendwie jetzt einer ja, Welt oder sowas. Also Weltupgrade, wie die anderen Sachen das brauchten. Sondern das war jetzt tatsächlich alles. So. Das war anscheinend nicht die Art und Weise, wie man. Doch, Water. Okay, das ist anscheinend kein Coolant, wenn ich das richtig sehe. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Over. Clocker. Hier steht ja auch Coolant Cell. Dafür brauche ich IC2 Coolant. Und da sagt er mir doch hier. Och, ich hasse es, ne? Ich dachte, das hier ist jetzt eine Coolant Cell. So, das heißt, ich brauche dieses IC2 Coolant irgendwie in einer. Ach, verdammt. Wie mache ich denn IC2 Coolant? Ach, du willst mich doch jetzt ärgern. Okay. Tut mir leid. Das heißt, ich muss mal wieder im Wiki nachgucken. Also dieses Industrial Craft ist bedauerlicherweise nicht besonders gut an J angebunden. Industrial Craft Coolant. Genau, das Fluid. Genau das will ich haben. Sekunde, es tut mir wirklich leid. Damit hatte ich jetzt nicht so wirklich gerechnet, dass das jetzt meine Problematik wird. So, ich bräuchte in der Canning Machine Wasser und Lapis Lazuli Dust. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so hart, ehrlich gesagt. Das lässt sich einrichten. Ja, also es ist dadurch, dass es wieder die Canning Machine ist, die ist einfach schlecht ans System angeschlossen. Muss man ganz ehrlich sagen. Kann ich das Wasser irgendwie rausholen? Irgendwie? Das wäre total nice. Vielleicht kann es sich ja einfach in der Maschine hier gleich benutzen. So, hier habe ich. Kann ich hier? Hä? Ach so. So. Das ist aber nicht ganz richtig. Ich hätte das gerne. Ah, da bräuchte ich was. Und zwar Lapis Lazuli Dust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ich glaube, 8 stand da Sekunde. Das heißt, ich brauche 24, nehme ich mal an. So, wie kann ich den denn umwandeln? Mace Raider? Geht's mit irgendjemandem effektiver? Nein. Okay. Dann mache ich es mit dem Mace Raider. Geht's denn mit. Moment, geht's denn mit irgendjemand anderem guten? Das ist der Crusher von Tech Reaper. Ne, von Mechanism. Mechanism. Tech Reborn. Tech Reborn. Tech Reborn. Ja, okay. Hat sich erledigt. Ach ne, hier hinten ist noch was. Der Crusher. Das Ding. Der Crusher. Der Atomic Reconstructor. Nein, nein, nein. Nein. Nutzt mir alles nichts. Schade. Die Segma. Ist die zu 100%? Ja. Ja, die ist schneller. Nimm's mir nicht krumm, aber die ist deutlich schneller als du. So, ich muss noch irgendwie dieses Wasser hier rauskriegen. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. So, die hier habe ich nämlich mal mit einem Octetic Capacitor zusammengesetzt. Und ihr seht, das ist deutlich weniger Wartezeit. Wir könnten hier draus jetzt nassen Coal Powder machen. Warum sollte man das eigentlich machen wollen? Das ist eine sehr hervorragende Frage. Hydrated Coal Dust für eine Single-Use Battery. Okay. Interessant. Und ich kann es dann. Notfall brenne ich es halt, damit es wieder zu normalem wird. Ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier ewig hin und her tanze, ich mache das so. Obwohl, nee, wartet mal. Nee, nee, ich lasse das. Ich lasse das, wartet mal. So, kann ich. Hier. Ich probiere es erstmal auf. 24? Warte, ich. Wieso sind das 28? Hä? Ach, ich hab ja den Dings drin. Dann gibt mir das sogar noch davon mehr. Cool. Das ist ja nice. So. Das da. Da kann ich nichts reinpacken. Ah, jetzt kann ich da was reinpacken. So. Wieso zieht ihr den raus? So. Ah, okay. So kann ich erstmal was in den Tank füllen. So. Ah, okay. Dann sind die nämlich gleich leer. Perfekt. Das ist doch super. Dann kann ich die Tanks switchen. Das ist doch super. Okay. Mach mal rasch leer. Das ist jetzt natürlich nicht so clever. Aber andererseits, wie soll ich den Tank sonst füllen, ehrlich gesagt, mit Wasser? Na, vielleicht könnte ich mit dem Eimer einfach draufklicken, ne? Das könnte gehen, dass ich einfach Wasser direkt reinfülle. Das mit den Reservoirs, ist übrigens super schnell eigentlich, was ich gesehen habe. Das heißt, so, jetzt haben wir die geswitcht. Wir gehen jetzt zu diesem Projekt über. Ich hoffe, der füllt den da nicht da rein. Hier sind die Universal Cells. Das dahin. Hä? Wieso kann ich den da nicht reinpacken? Hä? Aber was nutzt mir das denn sonst? Hä? Sekunde, ich guck's mir nochmal an. Ne, da kommt eine Universal Cell rein. Ich könnte sie hier reinpacken. Das bringt mir aber gar nichts. Ich will sie da drin haben. Okay. Wo ist denn jetzt die. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Wo ist denn die jetzt hin? Oh, Moment. Geht das so? Ja, okay. Und dann hätte das auch gleich funktioniert. Das heißt, ich muss hier empty oder hätte sogar die mit Wasser reinpacken können wahrscheinlich. Hier den Lapis Dust. Und dann wäre das direkt da reingewandert. Okay.
Das hier ist die Ausgabestelle, nicht der, wo es reingeht. Ah, das heißt, das hier ist eine Kombination von den beiden und das geht da rein. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich auch einfach den hier nehmen können, hätte ich hier die feuchte Flurzelle, also die mit Füllung drin haben können und hier den Lapis-Dust und dann, okay. Boah, die Canning-Machine muss ich erst verstehen, ne? Peinlich, peinlich. Der Sunny hat das nicht gut verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, wir haben die Flurzells. Wir können den Overclocker machen. Overclocker. So, ja, in der Zwischenzeit, in der ich es jetzt geschafft habe zu machen, oder gleich geschafft habe zu machen, muss man ganz ehrlich zugeben, haben wir wahrscheinlich das ganze Ding schon fertig, was ich da, wofür ich es da unten bauen wollte. Aber was soll's. Oh, das sind zu viele. Ich schmeiß mal den Rest erstmal zurück. So, und dann haben wir den da. So. Und brauchen gleich wieder welche. Super, das war gut von mir. So, diesmal mache ich es aber auf die Art und Weise, das ist besser. Und damit haben wir ein Overclocker-Upgrade. Das. Hä? Statt hatte ich irgendwie. Ist reduziert auf 70%? Auf 70% und macht zu 160? Wieso ist denn das jetzt. Da steht. Ja, da steht ja auch. Overclocker Upgrade 70% und increases power to 160. Und hier steht. Decreases power to 49? Ah, weil es zwei auf einmal sind. Das hier sind zwei auf einmal. Und dann ist es natürlich 49%. Ah, okay. Na, wenn ich dir jetzt nur einen hinlege, dann sind es 70. Okay, die Anzeige rechnet mir. Das finde ich wieder gut implementiert. Die Anzeige rechnet mir es aus, wie viel es ist, wenn es beide sind. Das ist wieder echt cool. So, und ihr seht, das ist jetzt nur noch die Hälfte der Zeit, aber deutlich mehr Energie tatsächlich, die verbraucht wird. Was aber egal ist, die beiden schaffen das. Okay, super. Ja, okay. Ja, damit ist es immer noch nicht fertig. Krass. Dann werde ich mal oben anfangen, die Heatwands zu basteln. So. Die ich brauche. Heat. Geht, ne? Ja, klar. Heatwand. So. Der Electrical Motor, die Coil. So, wir sind bei 33. Okay. Ich habe mich wahrscheinlich schon wieder verrechnet, weil wir brauchen 48. Und da unten geht ja noch einiges durch. So. Was brauchen wir denn noch für den Heatwand? Wir brauchen Item Casings. Und zwar. Was sagte ich, wie viele Heatwands brauchen wir? 12. Das heißt, wir brauchen 24 Item Casings. Ich glaube, die haben wir da. Ja, wir haben 33 Stück da. Wie gesagt, ein bisschen was habe ich ja vorbereitet. Ich war ja nicht ganz unvorbereitet. Danach brauchen wir nochmal 4, also 12 Iron Plates. Davon habe ich, glaube ich, genug da. Ja, habe ich. Ich habe gerade die 9 gesehen und dachte, oh nee. Iron Bars, davon haben wir glaube ich keine, das kann ich aber easy herstellen. Und davon brauchen wir auch dann 48, aber das ist ja nur wirklich dann so 64, perfekt. Die Iron Plates, der Electric Motor, okay. Ansonsten brauche ich für den Bau gar nichts mehr. Das finde ich gut. So, dann das lege ich mal ab. Das wird mal angelegt. Und dann können wir uns schon mal anfangen, damit zu beschäftigen, das System unten zu bestücken. So, wie viele Rods habe ich denn hier? Das ist echt schlecht zu erkennen mit den Zahlen, die hier mit dem Ding verbunden sind. Passt mal auf. So. Okay. Also, das sind 9 und 4 sind 13. Okay.
Ich sagte, wir brauchen 12 und 24 Heat Vents. Verdammt. Ich stelle schon wieder zu wenig her von irgendwas. 11, 12. Okay. Super. Ich mache den natürlich jetzt noch nicht an, weil ohne Heat Vents würde der uns auf jeden Fall um die Ohren fliegen. Ich hätte hier auch gerne noch eine Tür drin. Wie viele Minuten sind wir denn schon wieder? 30, na klar. Ach, das ist so ärgerlich. So. Meine Planung sagt. Sekunde. Genau, das war jetzt der Baum, mit dem ich mich angefreundet hatte. Ich habe mir hier so einen Planer dafür runtergeladen. Und habe mir einen Bau hier überlegt. Ne, das ist falsch, das kommt hier hin. So und so. Der ist noch erweiterbar. Also ich könnte theoretisch hier nochmal zwei und hier nochmal zwei reinlegen und würde den Rest dann halt sozusagen dazwischen fast komplett mit Heatvents füllen. Außer den hier. Ach, das seht ihr dann nachher. Oder in der nächsten Folge, wie ich jetzt mittlerweile vermute, leider. Das Ding wird 120 EU produzieren. Ja, das ist die Energieeinheit hier von Industrial Craft. Und das ist halt nicht so wahnsinnig effektiv. Aber ich wollte halt lieber einen eigenen Bau verwenden, als jetzt einen aus dem Internet zu suchen. Außerdem, die meisten anderen hatten wenigstens gleich irgendwie 420 EU pro Tick. Und ihr seht ja, was ich jetzt schon produzieren muss. Das wäre ja noch schlimmer gewesen. Dementsprechend, ich fange jetzt mal mit diesen 120 EU an. Und dann werde ich sozusagen hier denn das Kabel durchziehen. Und werde die Maschinen wahrscheinlich so in der Mitte aufbauen und außen rumgehen. Eigentlich wollte ich die Maschinen an die Wand bauen, aber dann kommt hier wahrscheinlich ja das Kabel raus und dann werde ich das hier so durch den Raum führen. Ich bin mal gespannt darauf, wie das dann aussieht. Das werden wir dann sehen. Und später, ich werde das schon vorbereiten, dass wir dann an sich den auf 420 UU später auslegen können. Weil wir werden später bestimmt mit Yo-Yo-Matter arbeiten und da brauche ich dann auf jeden Fall. Na, wahrscheinlich brauche ich dafür sowieso noch viel mehr. Das heißt, da brauche ich dann entweder mehrere von den Generatoren oder ich brauche dann ja viel effektivere. Viel, viel effektivere. Da muss ich dann mal gucken. Ich tendiere dazu, dann tatsächlich mehrere zu nehmen. Und weil wir wahrscheinlich ja die Ressourcen einfach so kriegen und dementsprechend uns da nicht die Rubber Boots mit den Slime Boots verwechseln, uns da nicht so einen Kopf drum machen müssen. So, das kommt da rein. Warum habe ich Coal Powder dabei? Egal. Lapis Dust, na klar. Oh, wir hatten schon mal einen Lapis Dust. Na gut. So, wo war ich stehen geblieben? Der Heat Vent. Sind die Sachen unten fertig? Und ich glaube, ich brauche noch mal Tin Casing, ne? Na gut, dann würde ich mich doch jetzt verabschieden. Ihr merkt, es ist doch viel komplizierter, als ich es mir gedacht hatte. Aber wir probieren es jetzt mal. Ich probiere mal jetzt mal, ob ich genug da habe. Das sehen wir ja gleich. So, ich brauche noch mal 11 Stück. Nee. 15 Stück. 48 hatte ich gesagt, meine ich. So, krass. Okay. Die Coils haben wir. Dann brauchen wir jetzt das hier. Und da hängt es dann anscheinend schon. Wir bekommen nur 16 raus. Warum? Was fehlt? Ja, die Item Casings. Von denen brauche ich mehr. Okay, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Die werde ich jetzt gleich ranhängen, sobald ich die Energie dafür habe, also die Ressourcen dafür habe. Und hoffe, diesmal übersehe ich keine Ressource, die ich brauche. Naja, dann. Eine sonnige Verabschiedung auf jeden Fall von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao.